In unserer neuen Folge haben wir News zu den beiden Azar-Brüdern Thorgan und Eden für euch. Dann hat Ajax Amsterdam möglicherweise ein neues Südamerika-Talent an der Angel. Und unsere Redaktion stellt ihre ganz persönlichen Top-Winter-Transfers vor. All das gibt's heute bei TMTV. Die Spielvereinigung Greuther Fürth hat Stefan Leitl als neuen Trainer präsentiert und damit seine Wunschlösung bekommen. Der 41-Jährige, der bis zum 22. September noch den Ligakonkurrenten FC Ingolstadt trainierte, unterschreibt beim Kleeblatt laut Vereinsangaben bis 2020. Andrej Mijatovic wird der Co-Trainer. Werder Bremens Winterneuzugang Romano Schmid wechselt wie gestern schon angedeutet auf Leihbasis zum Wolfsberger AC in seine österreichische Heimat. Der 19-jährige Mittelfeldmann soll in Kärnten Spielpraxis sammeln. Werder Bremen hatte eigentlich eine Leihe über anderthalb Jahre bevorzugt. Diese fällt nun erst einmal deutlich kürzer aus. Und dann schauen wir in die MLS. Der FC Toronto hat nach dem Abgang des italienischen Nationalspielers Sebastian Giovinco einen Nachfolger in der zweiten Bundesliga gefunden. Vom SV Darmstadt 98 stößt Terence Boyd zum Team. Das gaben beide Clubs am Dienstagnachmittag offiziell bekannt. Der gebürtige Bremer absolvierte in seiner Karriere ja 14 Länderspiele für die USA. Atlanta United hat sich mit einem namhaften Zugang für die kommende MLS-Saison verstärkt. Florentin Pogba hier übrigens links im Bild. Der ältere Bruder von Superstar Paul Pogba rechts verstärkt die Defensive des Clubs. Der zuletzt vereinslose 28-jährige Innenverteidiger stand zuvor von Januar bis Juni 2018 in der Türkei bei Gençlerbirliği Ankara unter Vertrag. Marco Fabian steht laut Informationen von ESPN vor einem Wintertransfer von Eintracht Frankfurt zu Philadelphia Union. Demnach befänden sich die beiden Clubs in finalen Gesprächen. Für die Hessen wäre es der 10. Wintertransfer des Jahres. Fabian spielt in dieser Saison bei der Eintracht keine Rolle und kam in der Bundesliga nur zu einem Einsatz. Und der Ivora Lassina Traoré schließt sich dem SC Katar an. Der 28-jährige Mittelstürmer war bis zuletzt vereinslos. Sein Vertrag bei der AS Monaco war nach einigen Leihstationen im vergangenen Sommer ausgelaufen. Nun gibt's für ihn den Neustart im Land des aktuellen Asienmeisters. Gestern haben wir euch ja gesagt, dass noch nicht alle Transferfenster geschlossen sind, also dass durchaus noch einige Transfers stattfinden können, zum Beispiel in die MLS. Aber den ganz großen Transfer erwarten wir in diesem Winter tatsächlich nicht mehr. Der teuerste Wechsel war bis hierhin, auch darüber haben wir schon gesprochen, der von Christian Pulisic zum FC Chelsea für 64 Millionen. Wir werden den US-Amerikaner allerdings noch ein halbes Jahr in der Bundesliga sehen. Und jetzt die Frage an euch, was war für euch denn der Winter Top-Transfer oder vielleicht der überraschendste Deal, der über die Bühne gegangen ist? Wir haben uns mal in der Transfermarkt-Redaktion umgehört und da ein paar Meinungen zu den Winter-Top-Transfers, zu den persönlichen Winter-Top-Transfers gesammelt. Mein Top-Winter-Transfer ist Kevin-Prince Boateng. Ja, keiner hat damit gerechnet, dass er von Sassuolo zu Barcelona wechselt, als die Gerüchte an dem einen Tag ja aufkamen. Hat auch ja, von uns keiner so wirklich daran geglaubt, dass es tatsächlich zustande kommen könnte. Und nun ist es geschehen. Daher für mich der absolute Top-Transfer. Da er so überraschend kam, das sind für mich immer noch die schönsten Wechsel. Diejenigen, mit denen keiner rechnet. Einer meiner Top-Transfers der letzten Transferperiode ist jener von Luis Muriel zu Fiorentina. Der Kolumbianer kam aus Sevilla und hat in seinen ersten Spielen schon 5-mal getroffen. Er galt schon in seinen früheren Jahren in Italien als Stürmer mit großem Potenzial und vielleicht schafft er jetzt bei Florenz endlich den großen Durchbruch. Ja, mein Top-Wintertransfer ist Alex Meyer zum FC St. Pauli. Natürlich der Fußballgott der Frankfurter. Wir brauchten einen Ersatz im Winter für Henk Vermann, der sich das Kreuzband gerissen hat. Und dann haben wir Alex Meyer quasi aus dem Hut gezaubert. Hatte einen guten Startelf-Einstand mit 2 Toren gegen Union Berlin. Und jetzt freue ich mich auf die Derby-Tore von ihm gegen den HSV. Ja, für mich ist der beste Transfer in dieser Wintertransferphase der Wechsel von Robinho von Sivasspor zu Başakşehir. Ja, warum? Ganz einfach, weil er im letzten Halbjahr bzw. im Sommer in die Türkei kam, man nicht genau wusste, ob er jetzt noch die Klasse hat von früher oder ob er direkt reinkommt oder nicht. Das ist jetzt nach einem halben Jahr passiert. Er ist jetzt drin, er ist jetzt richtig im Saft, er spielt richtig gut. Und zu diesem Zeitpunkt ihn dann direkt zu verpflichten, ist schon eigentlich ein ganz genialer Schachzug von Başakşehir. Mein persönlicher Top-Wintertransfer war Christoph Piontek, der nach nur einem halben Jahr bei Genua zum AC Mailand gewechselt ist und das für 35 Millionen. Damit ist er auch zugleich teuerster polnischer Profi aller Zeiten. Und auch bei seinem Startelfdebüt für den AC Mailand hat er direkt 2 Tore gemacht. Mittlerweile steht er bei 3 Toren in 3 Spielen.
Über einen möglichen Wechsel von Eden Hazard vom FC Chelsea zu Real Madrid wird ja schon seit geraumer Zeit spekuliert. Er ist Reals Wunschspieler in der Offensive und Hazards Vertrag bei den Blues läuft 2020 aus. Das heißt, Chelsea könnte, wenn Hazard nicht verlängern will, nur noch in diesem Sommer eine Ablöse generieren. Und nun hat sich der Spieler selbst öffentlich geäußert und gegenüber dem Sportkanal RMC Folgendes gesagt. Ich weiß, was ich machen werde. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Also da spricht vieles schon für Real, denn er soll mehrere Angebote zur Verlängerung beim FC Chelsea ausgeschlagen haben. Dazu haben wir eine Einschätzung vom Transfermarkt-User Matthias SG und dreimal E. Eden Hazard wird zu Real wechseln. Das ist wohl offensichtlich. Dafür wird dann Callum Hudson-Odoi bei Chelsea bleiben und seine Spielzeit bekommen. Außer da wird dann noch mal was Ordentliches gekauft. Aber Eden bei Real, das wird ein Wechsel, den die Fußballwelt sehen will. Manchester United will den 2020 auslaufenden Vertrag von Shootingstar Marcus Rashford vorzeitig verlängern. Der Verein nimmt die Verhandlungen auf und soll dem 21-Jährigen ein mehr als dreifaches Jahresgehalt anbieten. Rashford würde dann bis zu 9 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Und dann schauen wir auf Timoe Bakayoko. Der würde gerne seine Leihe fortsetzen und langfristig bei Milan bleiben. Ist ja momentan eben ausgeliehen vom FC Chelsea, hat sich festgespielt im Team von Gennaro Gattuso. Milan hat eine Kaufoption über 40 Millionen Euro für den 24-jährigen defensiven Mittelfeldspieler, der über einen möglichen Milan-Verbleib gesagt hat, wer möchte nicht lange bei einem Club wie dem AC Milan bleiben, aber ich habe immer noch 3 Jahre Vertrag bei Chelsea und es nicht in der Hand. Es hängt nicht an mir. Und dann schauen wir in die Bundesliga und zwar zum Bruder von Eden Hazard, nämlich zu Thorgan Hazard. Für Borussia Mönchengladbach soll die Chance auf einen Verbleib des offensiven Außens über das Vertragsende 2020 hinaus gestiegen sein. Laut der Sportbild sollen derzeit Gespräche zwischen dem Club und Hazards Vater Thierry laufen. Hat ja in der Saison 12 Tore erzielt und 9 weitere vorbereitet und das in nur 21 Pflichtspielen. Das ist richtig stark. Thorgan Hazard, hier haben wir eine Einschätzung von ihm über einen möglichen Gladbach-Verbleib. Ich bin hier noch nicht fertig. Es macht zurzeit viel Spaß. In meinem Kopf ist kein Wechsel. Ich will nur der Mannschaft helfen, mich voll darauf konzentrieren. Wir sprechen dann nach der Saison. Im Moment ist einfach kein guter Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Bobby Wood ist ja derzeit vom HSV ausgeliehen an Hannover 96 und es ist höchst fraglich, ob die Niedersachsen die Kaufoption in Höhe von 7,5 Millionen Euro ziehen werden. Er steht in dieser Saison bei 3 Toren und 2 Vorlagen. Sollte Wood zum HSV zurückkehren, würde er ab der Saison 19/20 laut der Sportbild ein Jahresgehalt von 3,5 Millionen Euro kassieren. Und das, obwohl die Hanseaten unlängst eine Gehaltsobergrenze von 2 Millionen Euro pro Jahr einführten. Und Donis Avdijay steht bei Willem II Tilburg offenbar vor dem Aus. Nach seiner tollen Hinrunde mit 14 Torbeteiligungen aus 18 Spielen soll der 22-Jährige wegen wiederholter Disziplinlosigkeit in Ungnade gefallen sein. Der Club prüfe derzeit Optionen für einen Abgang, so das Brabant Tageblatt. Und wir haben auch noch ein paar frische Gerüchte für euch. Zum Beispiel beim FC Bayern. Da wird momentan Nicolo Saniolo in der Transfermarkt-Gerüchteküche gehandelt. Saniolo ist 19 Jahre jung, ein Italiener, der im offensiven Mittelfeld zu Hause ist und bei der AS Roma unter Vertrag steht. Hat in dieser Saison 3 Tore gemacht und sein Marktwert ist in relativ kurzer Zeit auf 10 Millionen Euro hochgeschnellt. Sein Vorteil, der ist offensiv auf vielen verschiedenen Positionen einsetzbar. Das ist jetzt ein Gerücht, das noch relativ vage daherkommt von englischen Medien. Und Saniolo kommt wohl nur dann in Frage, wenn die Kaufoption bei James Rodriguez nicht gezogen wird im Sommer. Und bis dahin ist ja tatsächlich auch noch richtig viel Zeit. Laut ESPN will Arsenal-Coach Unai Emery Ibrahima Konaté zu den Gunners holen. Konaté spielt für RB Leipzig ja eine richtig gute Saison bisher. Der 19-jährige Franzose, der in der Innenverteidigung zu Hause ist. Sein Marktwert liegt bei 18 Millionen Euro und er hat noch Vertrag bis 2023. Also das würde für Arsenal richtig teuer werden. Alex Grimaldo soll angeblich das Interesse von Atletico Madrid geweckt haben. Der 23-jährige Spanier steht ja momentan bei Benfica Lissabon unter Vertrag. Und er ist ja Außenverteidiger. Er wäre dann ein möglicher Nachfolger für Lucas Hernandez, da man dort wohl mit einem Abgang möglicherweise zum FC Bayern rechnet.
Und nach Informationen von Globo Esporte wird Offensivtalent Antony von Ajax Amsterdam, das in Südamerika ja auf ein großes Scouting-Netzwerk zurückgreifen kann, intensiv beobachtet. Antony ist ein ganz junger Spieler, 18 Jahre erst, ein rechter offensiver Außen und er steht beim FC Sao Paulo unter Vertrag und er schaffte im vergangenen Herbst den Sprung vom Nachwuchs in den Profibereich beim FC Sao Paulo. Aber auch hier könnte eine Verpflichtung für Ajax Amsterdam echt teuer werden, denn dieser Antony hat seinen Vertrag unlängst bis 2023 verlängert. Aber trotzdem kann man sich gut vorstellen, dass Ajax da Lust drauf hat auf einen solchen Spieler, denn die haben da durchaus schon gute Erfahrungen gemacht mit Südamerikanern, die sie dann geholt haben, weiter ausgebildet haben und dann für viel Geld weiterverkauft haben. Zum Beispiel bei Davinson Sanchez war das der Fall. 5 Millionen Ablöse hat er gekostet, kam von Atletico Nacional und wechselte dann für 40 Millionen Euro zu Tottenham. Ist nach Frenkie de Jong der zweiteuerste Abgang der Ajax-Geschichte. Matteo Cassier, der kam auch aus Südamerika von Deportivo Cali, 5,5 Millionen momentan ausgeliehen zum Racing Club. Auf der 3, das ist schon ein bisschen länger her, Dario Quintanis wurde verpflichtet für 7 Millionen Euro von Banfield. Spielt mittlerweile auch beim Racing Club auf der 2. Das ist ein ganz neuer Spieler, den Ajax jetzt im Winter holte. Lisandro Magallan von den Boca Juniors, 9 Millionen Euro die Ablöse. Und David Neres, ja, von dem habt ihr sicherlich schon gehört. Der Mann, der vom FC Sao Paulo kam, eben wie auch Antony. Ablöse 12 Millionen Euro und der hätte in diesem Winter für 43 Millionen Euro nach China wechseln können. Ja, auch der BVB soll ja an David Neres interessiert gewesen sein. Ein wirklich ganz interessanter Spieler. Der ist momentan bei Ajax sogar nicht immer gesetzt. Aber er hat in seiner Zeit in der Eredivisie schon gezeigt, wie viel Potenzial er hat. Deswegen wird er auch immer wieder von großen Clubs beobachtet. Zum Abschluss unserer Sendung gibt es noch ein paar Highlights aus seiner Saison. Denn er hat da auch schon einige Male getroffen. Und hier bei TMTV geht es dann morgen weiter. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann.